Hallihallo und willkommen zurück zu Python. So, wir fangen mit was komplett Neuem an, und zwar Loggen. Also wir wollen jetzt quasi unsere Sachen ein bisschen dokumentieren und in externe Dateien speichern. Und ja, nativ ist es nicht bei Python direkt eingebaut, aber wir können es importieren logischerweise. Und zwar ganz einfach, wie hätte man es anders sich denken können, mit Logging. So, und ja. Um einen Logger zu bekommen, brauchen wir noch als allererstes mal irgendwie was, wo wir da reinschreiben können. Und zwar, normalerweise macht man das in eine Datei. Und das würde ich auch euch stark empfehlen. Also sagt man Logging, Punkt, und dann hat das Ding eine Funktion, nämlich Basic Config. Und ja, dann kann man hier einen Dateinamen eingeben, also File Name gleich und dann hier den Dateinamen, zum Beispiel log.log. Also log, das hintere ist die Dateiendung, das vordere ist der Dateiname und das hier ist der Punkt, den man sonst immer hat. So, und dann kann man hinten dran noch ein Level angeben, ein Logging-Level. Die sind alle verfügbar unter Logging, Punkt und dann direkt das Level angeben. Es gibt Info, es gibt Debug, es gibt Warning, Error und Critical. So, und unser Logger, der bekommt jetzt als allererstes mal den Status oder das Level Info. Info ist sozusagen das zweitschwächste, also es gibt Debug, Info, Warning, Error und Critical in der Reihenfolge und Info ist somit das zweitschwächste. Das heißt, wenn ich mit Info logge, wird alles geloggt oder geschrieben, also wird tatsächlich alles ausgegeben, was einen Wert von Info, Warning, Error oder Critical hat. Wenn ich allerdings mit Error nur logge, oder ja, was heißt nur, wenn ich mit Error logge, dann wird nur Error und Critical ausgegeben. Das bedeutet immer nur das, was dem Level entspricht oder eine höhere Priorität hat als das Level. Okay, gut. Wie man jetzt damit irgendwelchen Sachen was angeben kann. Also wie man tatsächlich was loggt, das ist relativ einfach. Und zwar sagen wir Logging, Punkt, und dann schreiben wir das, was wir gerne hätten. Also sagen wir mal Debug. Die sind allerdings klein geschrieben, nicht groß. Logging, Punkt, Debug und dann hier Debugging. Ja, Debugging. Wir können aber auch Logging, Punkt, Info machen. Schreibe ich hier mal Info rein. Oder wir sagen Logging, Punkt, was habe ich noch gesagt? Warning. So. Oder eben Error und Critical. Ich kopiere das jetzt hier einfach mal, weil es schneller geht. Error und Critical. Critical. Das stimmt so nicht. Critical. Jetzt stimmt's. So. Wenn ich das Ganze jetzt hier ausführe. Ach, da habe ich noch ein paar Sachen offen, genau. So, dann passiert erstmal gar nichts, denn wir wollen ja auch die Ausgabe hier nicht sehen. Das soll ja quasi in einem Skript, das was für uns tut, zum Beispiel im Hintergrund irgendwie läuft oder sowas, soll das ja dann in eine Datei reinschreiben. Und deswegen haben wir jetzt hier auch keine Ausgabe gekriegt. Wenn ich jetzt hier aber in meinen Dateien gucke, dann habe ich hier eine Datei log.log. Wenn ich die aufmache, dann wird sie mit dem Editor aufgemacht, warum auch immer. Und dann habe ich hier Info, Doppelpunkt root, Doppelpunkt Info. So, Info ist das Level, also das vordere großgeschriebene Info ist das Level. Root ist der Ursprung von dem Logger, das heißt, das ist mein erster, mein größter, mein wichtigster Logger sozusagen, mein Hauptlogger. Und Info ist, also dieses hintere Info ist das, was wir hatten. Gut, Warning, Error und Critical genau gleich, aber ihr seht immer dieses Root hier. Das gibt mir relativ wenig Aufschluss gerade darauf, was ich jetzt hier gerade gelockt habe. Und deswegen unterteilt man seine Logger meistens so ein bisschen. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Funktion haben oder am besten auch mit Klasse oder sowas, dann sage ich hier def f, keine Ahnung, nimmt einfach gar nichts. Und hier drin definiere ich mir dann einen neuen Logger. Und der Logger soll dann Unterlogger von meinem Root oder Main Logger sein. Und deswegen ja, nutze ich das eigentlich. Nur so, das heißt, ich schreibe hier Logger gleich und dann schreibe ich hier zum Beispiel Logging oder was heißt zum Beispiel, ich schreibe das so, Punkt get Logger, das ist so viel Logger heute,
Und dann gibt man hier an, was man gerne für eine Bezeichnung davon hätte. Das heißt, hier mein Klassenname, falls es keine richtige Klasse ist, kann ich hier zum Beispiel Static angeben oder sowas, je nachdem, wie ihr es gerade Bock habt drauf. Also Klassenname und dann sagt man meistens, oder Programmname vielleicht sogar, Programm, Punkt, Klasse, Punkt und dann F für die Funktion. In unserem Fall einfach nur F. Aber es ist relativ wurscht, wie ihr das macht. So, und jetzt, wenn ich hier drüber etwas logge, kann ich natürlich auch noch mein Level neu setzen. Zum Beispiel in der Funktion, die funktioniert noch nicht so richtig, deswegen brauche ich hier noch das Debug-Level, aber alles andere funktioniert ziemlich gut. Dann setze ich alles andere auf Info oder Warning oder sogar noch höher. Aber jetzt setze ich hier mal mein Level, zum Beispiel auf Set Level. Ja, was wollen wir denn da haben? Sagen wir einfach mal Logging. Sagen wir Debug. Und dann kann ich hier unten eine Debug-Meldung ausgeben mit, keine Ahnung, in der Funktion, sowas hier. Und da muss ich vielleicht die Funktion noch aufrufen, sonst habe ich überhaupt keine Ausgabe. Und ja, F ist nicht definiert, weil ich blöd bin und es nicht oben drüber geschrieben habe, sondern unten drunter. Und jetzt muss ich suchen. Hier. Okay. So. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben wieder hier unsere log.log. Und, ach ja, natürlich. Was davor schon drin stand, steht natürlich wieder drin. Das heißt, wir fangen hier tatsächlich erst hier an. Das heißt, jetzt hier oben einfach mal alles ignorieren. Und, ja, am besten lösche ich das ganze Ding hier nochmal, damit wir hier auch was Eindeutiges haben. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe hier dummerweise Login geschrieben statt Logger. Logger ist die Variable, die wir hier zugewiesen haben über dieses Logging. Und hier sagen wir Logger.zLevel auch mit der Variable. Aber ich habe hier irgendwie diesen Hauptlogger benutzt, was ein bisschen dumm ist. Da passiert überhaupt nichts. Genau, so. Also nochmal von vorne. Ich führe das ganze Ding aus und habe dann hier. So. Nehmen wir das als vorderstes und dann schiebe ich das so hin, dass ihr es sehen könnt. Okay. Gut, also wir fangen an, wir definieren hier unsere Funktion f, wir rufen sie natürlich noch nicht auf, das wisst ihr alles. Und dann gehen wir hier erstmal durch und geben die ganzen Log-Meldungen aus für unseren Root-Logger, also für unseren Hauptlogger. Und dann rufen wir die Funktion f auf und dort drin kreieren wir uns einen neuen Logger, der allerdings einen Debug hat. Achtung, passt auf, dieses Debug hier wird nicht ausgegeben, weil der Logger, der Main-Logger, hat nur das Logging-Level hier Info. Das heißt, es wird nur Info, Warning, Error und Critical ausgegeben. Aber der Logger hier in der Funktion, der hat tatsächlich auch das Debug-Level, das bedeutet, der gibt auch diese Debug-Meldung hier aus. Und deswegen haben wir hier ein Debug Doppelpunkt F, weil wir hier diesen Logger F genannt haben und dann in der Funktion, weil das unsere Meldung ist. Genau. So, jetzt kann man sich die ganze Ausgabe noch ein bisschen anders formatieren lassen. Ich schieße den hier mal wieder raus. Brauchen wir auch nicht. Das kann man mit jedem Logger gleich machen. Und so ein Formatter sieht meistens, ja halt, keine Ahnung, ich nenne ihn Form gleich. Und dann sagen wir Logging Punkt und hier dann Formatter, also quasi ein Formatierer, der uns angibt, die wir was ausgegeben haben wollen. Und hier sagen wir dann, ja, was wir gerne hätten. Also zum Beispiel hätten wir ganz gerne den Namen zuerst, also Prozent, ups, Anführungsstriche, das alles muss in Anführungsstriche. Und dann habe ich hier noch ein paar so Variablen, eben Prozent und dann Klammer. So. Und dann nehmen wir hier das Level-Name heißt das ganze Ding, oder Level-Name. Und dann ein S hinten dran. So. Und dann hätte ich ganz gerne einen Doppelpunkt dazwischen, aber mit einem Leer. So hier. Und dann haben wir hier noch zum Beispiel die Zeit. Die Zeit können wir uns auch ausgeben lassen. ASC Time heißt das ganze Ding. Und dann wollen wir noch die Message ausgeben. Ups. So, Message. Ups. Okay. So, ach ja, und der Name, den habe ich auch ganz vergessen. Den machen wir ganz vorne hin. Ups.
Das ist, also die Message ist, was wir hier hinten dran schreiben, dieses Warning. Die Zeit dürfte klar sein, was eine Zeit ist. Levelname bedeutet, welches Level wir loggen, also Logging.info das hier, Logging.critical das hier. Und der Name, den ich jetzt hier gleich reinschreiben werde, der nennt sich einfach nur Name, das ist der Name von unserem Logger. Das bedeutet in unserem Fall root, weil wir keinen anderen angegeben hatten. Davor, wo wir dieses andere Problem hatten, wo wir den Logger f genannt haben, dann wäre es dann f. So, und jetzt passiert noch gar nichts, wenn wir das so machen. Wir haben nur eine Variable erstellt, die ein Formatter ist, ein gültiger. Jetzt müssen wir diesen Formatter noch zuweisen. Und das tun wir relativ easy, indem wir sagen, mit dem Root-Logger funktioniert das nicht so richtig. Deswegen brauchen wir tatsächlich doch noch den anderen Locker. Ist gleich logging.getLogger. Und hier schreiben wir einfach mal wieder mein Logger hin. So. Und jetzt brauchen wir für diesen Logger eine andere Datei. Das macht man in einem File-Handler. Das ist auch nochmal ein eigener Dateityp. Das Level sollten wir vielleicht noch setzen. Logger.setLevel. Logging.debug. So. Dann lösche ich mal hier unten alles, außer dem Debug, und setze den auf Logger. Mein Logger, das Level ist auf Debug. Und jetzt brauchen wir einen File-Händler. FileH für File-Händler. Und den kriegen wir, auch wieder über Logging. Und dann File-Händler. So, ein File-Händler bedeutet, wir schreiben in diese Datei. Achtung, wir haben bisher den Logger erstellt, dass wir in die log.log-Datei schreiben. Und jetzt sage ich dem einfach mal, wir schreiben jetzt in die logme.log-Datei. Also ihr könnt auch txt oder sowas hinschreiben. So. Und jetzt schreibt dieser Logger, mein Logger, nicht der Root-Logger. Der Root-Logger schreibt immer noch in log.log. Der mein Logger schreibt jetzt aber in die logme.txt. Und jetzt müssen wir das alles noch zuweisen. Also aktuell haben wir hier einfach nur lose Sachen. Die sind noch nicht verknüpft. Aktuell schreibt der Logger noch in dieselbe wie der Root-Logger. Aber wenn wir das jetzt zuweisen, dann funktioniert das Ganze. Das heißt, ich sage hier FileHändler. Also unser FileHändler, den wir hier für die Datei geschrieben haben. Und dem weisen wir jetzt diese Form zu, die wir hier mit dem Formatter geschrieben haben. Sagen wir set formatter und geben dem an, was wir gerne für eine Form da drin hätten. So, und dann sagen wir diesem Logger noch, er soll bitte in die Datei schreiben, und die Datei hat dann automatisch die Form hier, die wir zugewiesen haben. Gut, also add handler, und wir schreiben hier in file h heißt das Ding. Genau. So, und jetzt haben wir eigentlich alles soweit aufgeschrieben. Das heißt, wir haben hier oben erstmal unseren Logger initialisiert. Das heißt, wenn wir nichts zuweisen, schreiben wir in die Datei log.log. Und wenn wir nichts zuweisen mit einem neuen Logger oder wenn wir mit dem Main-Logger loggen, dann schreiben wir mit dem Info-Level. Dann haben wir hier einen neuen Logger erstellt, der mein Logger heißt, mit einem neuen Namen, haben dem ein eigenes Level gegeben. Wenn wir es nicht getan hätten, hätten wir mit dem Info-Level geloggt, haben hier einen File-Händler erstellt, dass wir in die andere Datei schreiben, haben den dann auch zugewiesen, und für den File-Händler haben wir noch ein Format erstellt mit logging.formatter und haben dieses auch zugewiesen. So, und dann haben wir einmal geloggt, um zu sehen, wie es aussieht. Jetzt sollte ich das Ganze noch speichern, sonst passiert überhaupt nichts. Und ausführen. So, und jetzt haben wir ein Problem. Weil ich hier Debug nicht alles groß geschrieben habe. Debug muss alles groß sein. Also bei diesen Info-Debug und so weiter, bei den Logging-Levels, einfach alles groß schreiben, weil es Konstanten sind. Kann aber mal passieren. Ihr kriegt dann sofort so eine schöne Meldung. Dann merkt man das auch sofort. Gut. Und jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Wir haben hier jetzt zwei Dateien, die log.log. Das ist einfach von vorhin. Die kann ich aber nochmal löschen kurz. Ich lösche einfach beide nochmal, das heißt, wir fangen frisch an und wir sehen, es werden sofort zwei Dateien erstellt. So, und wir sehen jetzt auch, der Root-Logger, der schreibt trotzdem mit.
Das heißt, der schreibt alles mit, was wir hier loggen, aber mit seinem eigenen Format. Das heißt, das hier ist nicht verändert, das Format. Das sieht ja jetzt anders aus. Da ist zum Beispiel gar keine Zeit drin. So, aber wenn wir in die Log.me gucken, haben wir das Format verändert. Das heißt, wir haben hier den Main-Logger, der loggt immer noch mit seinen ganzen Daten und so weiter und so fort. Der loggt alles, was unten drunter passiert. Und mein Logger loggt zum Beispiel den Main-Logger nicht und hat ein eigenes Format. Das heißt, hier kommt der Name zuerst, dann kommt ein Bindestrich, dann kommt das Level und dann kommt die Zeit, was ziemlich cool ist übrigens. Und dann kommt 376 minus Debugging, was auch immer das ist. Achso, das sind die Millisekunden. Witzig. Okay, Millisekunden genau sogar. Habe ich vorher gar nicht genau drauf geachtet. Und dann kommt eben hier die Message und die Message war Debugging. So, wenn ich jetzt hier nochmal kurz was anderes demonstrieren darf. Logging. Oh, wir sind schon bei 16 Minuten. Aber egal. Logging.info. Und wir schreiben hier, keine Ahnung, dies ist eine Info. Und ich logge das Ganze. Achtung, ich habe hier den Logging genommen, also den wirklich den Hauptlogger, den Mainlogger. So, jetzt mache ich die mal alle zu. Sonst wird das langsam ein bisschen viel. Und dann schauen wir hier mal in das Log rein. Das da oben ignorieren, das ist noch von dem alten drin. So. Der hat das mitgeloggt, logischerweise, das haben wir ihm ja gesagt. Aber der hier hat es nicht mitgeloggt. Das heißt, es passiert wirklich nur, wenn ihr einen Logger habt, der eine höhere, ja quasi einfach root ist, also der höher ist als eurer, dann schreibt ihr alles mit, was unten drunter ist. Aber mit seinem eigenen Format. So, was wir auch noch sehen sollten, und zwar hier Debug. Der hat was zum Debugging mitgeloggt, obwohl er eigentlich das Level Info hat. Und das liegt daran, dass wir hier unten den gesagt haben, okay, du bist jetzt ein Debug, hast das Level Debug, das heißt, du schreibst auch, wenn du debugst. Das bedeutet aber automatisch, dass der Root-Logger auch mitschreibt, egal welches Level das ist. Gut, ja, ich würde sagen, ihr seid jetzt Logging-Profis. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich habe euch nicht überstrapaziert. Und ja, genau, dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, ciao.